Na, habt ihr es euch schon gemütlich gemacht? Das freut mich. Na, dann möchte ich euch jetzt mal ein Weihnachtsmärchen erzählen. An was denkt ihr bei dem Wort Weihnachten? Sicherlich an Geschenke und schön geschmückte Zimmer und Häuser. Und natürlich an den Weihnachtsmann. Doch denkt ihr auch an die Nordpolhexe? Oder besser gesagt an die Südpolhexe? Denn so nennt sie sich ja jetzt mittlerweile. Nun, sicherlich kennt ihr sie noch nicht einmal, richtig? Nun, das ist ihre Geschichte. Vor genau 500 Jahren gab es einen neuen Weihnachtsmann. Und dazu kam auch die Nordpolhexe. Sie war dafür zuständig, den Zauber der Weihnacht zu behüten. Zusammen mit dem neuen Weihnachtsmann ergab sie ein wunderbares Dreamteam, wenn man so sagen möchte. Der Weihnachtsmann war sehr stolz auf sie. Doch die Nordpolhexe war irgendwann sehr, sehr traurig, weil die Kinder immer nur ihn mit Weihnachten in Verbindung brachten und die Nordpolhexe ganz weit außen stand. Daraufhin wurde die Nordpolhexe wütend und schon nach dem ersten gemeinsamen Weihnachten mit dem Weihnachtsmann beschloss sie, etwas zu unternehmen. Sie wollte den Weihnachtsmann stürzen, um selber an die Macht zu kommen, um selber Herrin über Weihnachten zu werden und natürlich über den Nordpol. Sie überlegte, wie sie das anstellen könnte. Und während sie noch so nachdachte, bekam das der Weihnachtsmann mit. Wie er das auch immer geschafft hat. Nun, der Zauber der Weihnacht ist halt unbeschreiblich und unerklärlich. Jedenfalls verbannte der Weihnachtsmann daraufhin die Nordpolhexe zum Südpol. Und dort musste sie ewig frieren. Der Weihnachtsmann machte unterdessen alleine weiter mit seinem Weihnachtssack und seinen Weihnachtselfen. Doch am Südpol errichtete die Nordpolhexe, die jetzt die Südpolhexe war, auf einem Eisberg ihren neuen Palast. Hier überlegte sie Tag für Tag, wie sie doch noch Rache nehmen könnte. Dabei half ihr auch immer ihre Hexenkugel. Ja, und jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie die Geschichte weitergeht. Ganz ehrlich, ich wüsste es auch gerne, aber ich weiß es nicht. Und warum nicht? Ja, weil ihr selber die Südpolhexe seid, gell? Vielmehr die ehemalige Nordpolhexe, ne? Jetzt schweig, Blacky. Erstens erzähl ich die Geschichte und nicht du. Und zweitens hast du als mein Diener zu schweigen. Ja, es ist ja diskriminierend. Ne? Nur weil ich damals so ein Stück verzauberten Speck gefressen hab. Wir hatten ja damals nichts drüben, ne? Vor der Wende. Ich weiß zwar nicht, was du meinst, aber das ist mir auch egal. Ich erzähle hier die Geschichte. Ja, dann mach doch, was du willst. Ja, mach ich auch. Außerdem werde ich jetzt erstmal arbeiten. Oh ja, das ist immer interessant. Benutzt du wieder die Hexenkugel? Kann ich wieder mitgucken? Nein, diesmal nicht. Ach Menno, das ist ja diskriminierend. Nur weil ich schwarz bin und einen gelben Schnabel hab. Tja, nee, und jetzt? Jetzt gehst du. Du lässt mich alleine hier arbeiten. Und wenn ich dich brauche, werde ich dich rufen. Ja, so ein Mist aber auch. Endlich alleine.
Blecki hat zwar damals meinen verzauberten Speck gefressen und muss das machen, was ich ihm sage, aber ich traue ihm trotzdem nicht ganz. So, dann will die Südpolhexe Jagia mal in die Kugel schauen und sehen, was ihre ehemaligen Freunde am Nordpol so treiben. So, Fritz, mein Lieblingsoberweihnachtself. Du bist lustig, ich bin ja auch dein einziger Oberweihnachtself. Ja, das stimmt. So, für Weihnachten haben wir alles geschafft. Dann können wir uns ja jetzt den Rest des Tages frei nehmen. Was hältst du davon? Eine gute Idee. Aber ich habe mal eine Frage an dich. Okay, welche denn? Sag mal, hat schon mal jemand daran gedacht, dir etwas zu Weihnachten zu schenken? Du bist ja lustig, Fritz. Mir etwas zu Weihnachten schenken. Mir, dem Weihnachtsmann. Nun, nein. Daran hat wirklich noch keiner gedacht. Warum denn nicht? Nun, keine Ahnung. Das ist eine sehr gute Frage. Die kann ich dir auch nicht beantworten. Aber das Lächeln und das Glücklichsein der Kinder, das ist mir schon geschenkt genug. Du bist sehr lustig und nett und sehr mitfühlsam. Deshalb bin ich ja auch der Weihnachtsmann. Und das dieses Jahr schon seit 500 Jahren. Ja, es ist ein stolzes Jubiläum, finde ich. Ja, aber weißt du was? Nein, was denn? Ich mache jetzt erstmal einen ruhigen Abend. Und lass den Abend einfach mal ausklingen. Ja. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen in alter Frische wieder, ja? Machen wir das so? Morgen muss ja auch noch mal die Liste, ne, von den artigen und den unartigen Kindern kontrolliert werden. Ja, ist gut. Tschüss dann. Jo, tschüss. Immer nur in Gedanken. Bitte. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ja, er ist ein sehr verantwortungsvoller Weihnachtsmann. Und das schon seit 500 Jahren. Noch nie hat ein Vorgänger so lange durchgehalten. Aber er ist auch ein toller Weihnachtsmann. Doch, muss ich schon zugeben. Aber was könnte man dem Weihnachtsmann schenken? Ich will dem unbedingt was schenken. Besonders, weil er ja nie an sich denkt, sondern immer an andere. Und weil es dieses Jahr sein 500. Mal ist. Bartholomäus? Bartholomäus? Ja? Ah! Meine Güte, erschreck mich doch nicht. Du hast mich doch gerufen. Hier bin ich. Ja, dann hättest du ja wenigstens sagen können, dass du hinter mir stehst. Das hattest du nicht gesagt, dass ich das sagen soll. Was möchtest du denn von mir? Du, sag mal. Ja? Hast du schon mal dran gedacht, dem Weihnachtsmann was zu Weihnachten zu schenken? So ein richtig schönes Geschenk? Jetzt lach du nicht auch noch. Der Weihnachtsmann hat auch schon gelacht. Du, aber das ist jetzt dieses Jahr das 500. Mal. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja phänomenal. Hör mal, Fritz. Du wirst jetzt sofort wieder landen. Nur weil du ein Elf bist und fliegen kannst? Ich bin richtig neidisch. Ich kann mit den ganzen Geschenken in mir überhaupt nicht fliegen. So. Und jetzt flieg hier nicht rum, wie so ein verrückter Vogel, sondern komm mal wieder runter auf den Boden der Tatsachen. Entschuldigung, ich bin einfach so aufgeregt. Warum? Ja, weil ich dem Weihnachtsmann unbedingt was schenken will. Ja, was willst du denn dem Weihnachtsmann schenken? Ja, das weiß ich noch nicht. Schwierig, nicht wahr? Äußerst schwierig. Nun, wenn man ihm Milch geben könnte, ne, also nicht normale Kuhmilch, sondern ganz besondere Milch vom Nordpol-Einhorn und dazu noch ein paar leckere Plätzchen aus der Milch des Nordpol-Einhorns. Moment, was? Nordpol-Einhorn? Was ist das denn? Ach, das war nur ein Scherz. Nein, nein, erzähl mal weiter, das könnte interessant werden. Nordpol-Einhorn habe ich noch nie gehört.
Nun, das ist auch etwas sehr, sehr Seltenes. Ein sehr seltenes Tier.